Stopp. Ich bitte mal um Ruhe und Ordnung. Lesen Sie einfach den Vertrag vor. Hallo, und Sie gehen bitte jetzt vom Mikrofon weg, ansonsten bekommen Sie einen Ordnungsruf. Vielen Dank. So, ist doch alles gut, ist doch alles gut und schön. Also, ich will diesen Satz nur Paul, zu Ende führen. Du kommst jetzt bitte zurück zur Sache. So sieht es aus, wenn alte Konflikte einfach nicht beigelegt werden. Immer noch gibt es sie, die Spannung zwischen den Polen in Niedersachsens AfD. Auf der einen Seite der abgesetzte Ex-Parteichef Hampel und auf der anderen seine Nachfolgerin Dana Gut, seit 15 Monaten im Amt. Dabei fängt der Tag ruhig an. Optimistisch werden die Gäste begrüßt. Ein herzliches Willkommen auch an die Vertreter der Presse, die sicherlich heute sehr neugierig sind, was hier passiert. Und ich würde mir wünschen, wir zeigen Ihnen, wie gut wir sachlich und kommunikativ miteinander streiten können. Doch dass Hampel und Gefolgsleute heute heftigen Streit wollen, ist offensichtlich. Sie attackieren einen belastenden Prüfbericht über frühere Parteifinanzen, noch bevor er vorgetragen wird. Hampel sagt, anders als vom Parteitag im Herbst beschlossen, sei er bei der Prüfung nicht einbezogen worden, der Prüfbericht nichtig. Ein Parteitagsbeschluss, das ist das höchste Gremium der Partei, ist der Parteitag. Dieser Beschluss muss eingehalten werden und das haben wir ja eingefordert. Wie viel Angst muss man eigentlich vor einem Inhalt des Berichtes haben, dass man ihn ständig versucht, die Veröffentlichung dieses Berichtes hier auf diesem Parteitag durch ständige taktische Spielchen zu verhindern? Wie viel Angst muss man davor haben? Die Stimmung aufgeheizt. Da ist es gut und erfrischend, dass ein eigens bestellter Eiswagen vor der Halle in Hannover steht. Drinnen ergreift dann Bundesvorstand Kai Gottschalk das Wort und weist Hampels Leute zurecht. Und auch ihre Buhrufe und das Rausgehen der Hampel-Gang vorhin, als ich geredet habe als Mitglied. Ja, Kritik ist hart, nicht? Insbesondere wenn man in den Spiegel schaut. Als Antwort gibt es Beschimpfungen von Hampel und dafür wiederum einen Rüffel. Ich zitiere, Sie sind ein Lump, Herr Gottschalk. Das ist unangemessen eine Beleidigung und dafür erteile ich einen Ordnungsruf. Da können Sie zwischenrufen, wie Sie wollen. Alter Zoff statt neuen Inhalten. So das Fazit eines Sonnabends beim AfD-Landesparteitag in Hannover.